So, Schluss mit lustig. Es geht los. Ja, auf jeden Fall habe ich den besseren Blick heute auf den Chat. Und Wieso nur, weil du jetzt da ja, sitzt? ich sitze jetzt praktisch direkt vor dem Chatbildschirm. Das ist schon mal eine feine Sache. Ich würde sagen, wir legen mal los, hä? Einfach mal mit der ersten Partie. Ist alles so neu für mich gerade. Ich muss erstmal darauf Neu klarkommen. orientieren, ja. Ja, hier. Es läuft der Stream noch nicht. Echt? Das kann ja gar nicht sein, dass der Stream noch nicht läuft. Ach, ja, siehst du, anscheinend läuft es jetzt. Ja. Das heißt, die Leute sind ja jetzt 2 Minuten hinterher. Das ist ja Also verrückt. ihr habt unseren grandiosen Anfang verpasst. Soll ich den jetzt einfach Naja. nochmal wiederholen? Oder kommt der jetzt nochmal? Ich glaube, der kommt. Da ist alles etwas Hallo. zeitverzögert heute. Aber ich muss das jetzt nicht nochmal erzählen, oder Nee. Also hallo an alle und wir starten mit der 12. So. Es sind ja noch gar keine 12 da, wie ich hier sehe. Das müssten jetzt 9 sein. Dann 1, 2, 3, Nemesis. Ja, und heute auch wieder die Aufforderung an euch. Erstellt gerne mal eine Custom Challenge und lasst eure Kreativität freien Lauf. Mit welchen Figuren wolltet ihr schon immer mal spielen? Die es noch gar nicht gibt, na das nicht, aber vielleicht mal mit 4 Springern statt den Läufern. Es sollte nur ungefähr ausgeglichen sein und dann wird das sehr lustig. Oh! Du hast hier gleich mal Mist gebaut, oder? Ja. Sekunde. Ja, mal zurück zur Partie. Jetzt seht ihr die auch. Ich sehe den Chat nicht mehr, weil wir das wieder so haben, dass im Chatfenster jetzt die Partie parallel mitläuft. Irgendwie kommt das, wenn die so verknüpft sind. Ich weiß auch nicht. Das ist ganz merkwürdig. G6, ich spiele jetzt einfach mal für dich. Soll ich das mal übernehmen und du kümmerst dich hier um die Technik Nee, oder um die was? Technik kann ich mich jetzt gerade nicht kümmern. Wieso? Was ist Und hier? darf es trotzdem übernehmen. Das Problem ist, wenn ich jetzt in dem rechten Fenster, wo wir eigentlich den Chat haben, wenn ich da jetzt rausgehe, dann könnte es sein, dass die Partie auf der linken Seite ebenso beendet wird. Das wollen wir ja nicht. Nee, das wollen wir nicht. Genau. Gut, dann können wir euch jetzt momentan gerade nicht verfolgen, Ja. quasi. So, was hältst du dann davon? Also, ich meine, gegen erstens G3 oder erstens Springer F3 ist das ja auch ein völlig legitimer Aufbau. Und dann Was kann denn das, jetzt? den er wählt. Ach so, ich dachte, du redest von meinem Aufbau. Was Nein. ich selber davon Nee, halte. was Weiß da macht, das kannst du ja mit Schwarz auch machen auf erstens Springer F3. Ich verstehe jetzt deine Frage nicht so. Was du Was davon ich von hältst, dem. ist das schwer dagegen zu spielen? Wenn man alles abtauscht, geht schon. Also ich finde jetzt nicht, dass ich hier irgendwie nachteilig stehe. Frage ist Nee, halt, glaube ich auch wie nicht. gut man jetzt hier Vorteil erzielen kann, aber so als Erster. Aber aus deiner darauf wollte ich ja zurückgreifen, auf deinen Ja, als königsindischen Fundus. Königs-Indisch-Liebhaber hasse ich sowas natürlich, weil das Aha. halt null aggressiv ist. Okay. Aber da muss man manchmal über seinen Schatten springen und sagen, naja, dafür habe ich hier relativ problemlos Ausgleich, ne? Das ist ja auch Okay. schon mal was. So ist das. Ja, jetzt kann ich nicht mehr den Chat lesen, ne? Das ist ja Ein bisschen furchtbar. langweilig jetzt. Könntest noch ein bisschen meine Partie kommentieren. Ja, aber ich will ja auch nicht zu viel verraten. Ja, dann erzähl, was hast du heute so gemacht? Nee, okay, dann verrate ich doch zu viel. Nee, ich dachte, dass A5 hier ein guter Zug wäre. Nein, ja, klar. Ich habe aber vorher gedacht, es wäre vielleicht sinnvoll, statt Turm E8 F6 zu spielen und dann Mein Turm F Läufer so nach D8 und dann einsperren. Läufer F8. Dann hat er einen eingesperrten Läufer auf H2 und du hast einen Läufer auf F8. Jetzt habe ich einen Springer auf C5. War nicht schlecht. Naja, kannst du ja immer noch nachholen, dieses Manöver. Ich habe dir leider gerade nicht so richtig zugehört. Also was? Der Bauer soll F6 nach und F6, dann damit der den Läufer Läufer auf nach F8. F8. Ja, genau. Na, okay, habe ich verstanden. So, und
Jetzt kommst du Dann läuft man natürlich. nach D6 oder was? Nee. Naja, du kommst jetzt halt nicht mehr so einfach zu Ich würde irgendwelchen ja gerne mal Manövern auf der E4 D-Linie. spielen, deswegen. Ja, aber jetzt doch nicht mehr E4, dann hättest du ja F6 und so nicht Ich gemacht. wollte den ja auch nicht machen. Du wolltest den machen. Oh, das passiert. Mach jetzt Attacke. Ja, greif mal an, attackier ihn und dann ist gut. Irgendwie muss man sich das ja hier erarbeiten. Ja. Ja, ansonsten, morgen geht's los mit Tata Steel. Da bin ich schon sehr gespannt. Das lenkt mich leider sehr ab in meiner Vom Vorbereitung, vom Lernen, Lernen, ja. oder? Weil Magnus Carlsen wieder spielen wird und das ist natürlich immer nett anzusehen, muss ich sagen. Magnus wird spielen, dann Caruana wird spielen, viele, viele Top-Spieler. Darauf habe ich gehofft. Oh ja. Aber ist gar nicht. Naja, doch, ist schon. Na, dann kannst du F4 das kann ja schon ich mal spielen. pre-moven, das nehmen auf F4. Ja, ich überlege, ob ich auf E4 nehmen soll am Aha! besten. Aber nee, ich glaube, ich nehme erst auf F4. Na dann. Ja, also das geht zumindest ab mit Tata. Da bin ich sehr gespannt. Wer spielt noch alles? Viele. Wojtaszek. Rapport spielt. Das wird sehr interessant. Hm. Weil. Das mag ich auch immer, wenn der spielt. Das, der, du hast immer super spannende Partien. Auch wenn sie manchmal qualitativ nicht so gut sind, weil er greift auch Naja, mal halt nicht daneben. so korrekt, ne? Ja, genau. Aber er Oh. spielt einen super Angriffsschach. Ja. Übrigens, ich habe mich mal vor einiger Zeit, ich war zufällig mir das mal angeguckt. Tata. Das ist ein Konzern. Ich weiß, ein Indischer, ne? Ein indischer Konzern, ja. Die machen IT. Deswegen kenne ich die auch. Die machen nicht nur IT. Aber ich kenne die wegen der Die IT. sind richtige Global Player, die Tata-Leute. Der erste Tata war es, glaube ich, der hat die erste Fluglinie in Indien gemacht. Und Tata Motors, die wollen Autos bauen, die machen alles Mögliche. Das ist verrückt, wie groß der So, können Konzern wir jetzt hier ist. mal Ja, wieder den Chat sehen? das hoffe ich Ist ein doch. bisschen langweilig, nur Also, mit dir zu reden, mein ja, Schatz. ich weiß. So, hier, Loading Chat. Was gab's denn? Okay. Gut, wir haben ein bisschen was verpasst, aber dümdüdüm. Alles klar. Naja, also wie gesagt, wenn wir jetzt nicht geantwortet haben auf eure Fragen oder eure wundervollen Kommentare nicht eingegangen sind, dann hatte das den Grund, dass wir sie gerade nicht gesehen haben. Naja. Aber jetzt sehen wir euch wieder. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Schauen wir mal. Wir holen jetzt erstmal die 10 ab hier. Vielleicht habe ich auch im rechten Okay. Fenster das gerade gemacht, die 10 ausgewählt. Kann das sein? Wie? Kann dir nicht 9, folgen. 10. Na, habe ich gerade da drüben gewerkelt? Wie? Hä? Ich weiß es nicht Was mehr. redest du? Was laberst? Bitte lass uns Schach spielen. Okay, wir spielen jetzt Schach gegen den Erik, der gerade auch aktiv im Chat Oh unterwegs ja, und er ist. hat sich gewünscht, dass die Zufallszahl nett zu ihm ist. Sagt Hallo. ihr, ja. So, Jetzt ist da sagt er auch noch Hallo, sehr nette Menschen hier unterwegs heute. Eigentlich immer. Bei Chess24 sind nur nette Leute unterwegs. Wie spielt man das hier eigentlich? Manchmal den? Ich bin hier schon out of book. Mich brauchst du da nicht fragen. Ja, ich auch, aber spiele ich doch immer wieder gerne so eine Sachen. Ich glaube, das Ganze nennt sich Damenindisch oder nimmt zu Indisch. Ich weiß immer nicht, was wie heißt. Je nachdem, Ja. welcher Springer rauskommt für ein Weiß, ne? Naja. Das ist, weiß ich, ich kann das auch nicht auseinanderhalten, aber es gibt da jetzt eine neue Serie von Jan. Die wollte ich mir bei Zeiten auch nochmal Strahl. angucken. Ja, immer mit der Ruhe. Ich gehe einfach zurück. Von Jan, von Gusti. Der hat da ein Schwarzrepertoire zu eingestellt. Oh. Kann man sich mal Kann man sich auf anschauen, jeden Fall meinst du? anschauen, ja. Werde ich auch mal machen. Damit ich Also, davon wir müssen mein. uns auf jeden Fall schon mal hier den Vorschlag Italienisch merken. Wäre ich ja sonst nie auf die Idee gekommen, sowas zu spielen. Ja, wer macht denn sowas auch? Genau, also diesen Vorschlag befolge ich doch sehr gerne. Da müssen wir aber erstmal Weiß bekommen. Okay.
Aber du hast einen Überblick? Willst du es, ich habe jetzt halt nur ein Stift liegen, willst du ein bisschen aufschreiben? Wer braucht denn sowas? Das ist ja nur was für Männer. Sich das aufzuschreiben, wenn hier wieder irgendwelche, Italienisch. wenn hier so spezielle Wünsche Hauptvariante. kommen. Na, Hauptvariante ist ja jetzt noch nicht so C, drei, speziell. ach, mit C, 3 im vierten? Mit D4? Das ist ja dann kein Italienisch mehr, oder? Ja, das ist diese Schummelvariante, ne, die wir früher im Die Verein kann alle ich gespielt nicht. haben. Was? Viertens C3 und dann fünftens D4. Naja, gut, das sechstens Läufer B4 kann ich ja nicht beeinflussen mit Weiß. Ja, das ist dann Brauchen wir schwierig. uns nicht zu notieren. Ja. Ja, Nemesis bedankt sich für die Partie. Hier braucht erstmal Und keiner zu sagen, dass er sich blamiert, weil hier blamiert genau, sich das wollte einfach ich mal gerade keiner, es sagen. sei denn wir, wenn wir dummes Zeug quatschen. Aber Aber sonst. das gehört auch dazu, dass wir auch mal Unfug labern. Von daher, schottisch ist gewünscht. Ich habe schon Ja, mit notiert Schwarz hier. oder Weiß? Mach mal so eine, machst du so eine Man Übersicht? kann mit Schwarz nicht schottisch spielen. Ja, so. Ich weiß es doch auch nicht, oder sollte ich nicht hingehen? Was ist hier passiert? Über was denkst du nach? Am Mauern eingestellt. Na, herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, und du solltest du vielleicht nicht noch die Zeit ablaufen lassen. Ach, Können Zeit wir habe ich einfach genug. sowas wie damit die 7 tun, ja, irgendwelche normalen Züge. Ach, ich will nicht sagen, dass die Stellung dann hoffnungslos ist, aber sie ist wirklich nicht gut. Aber dann müssen wir durch. Hier wird im Chat behauptet, wir sehen komisch aus. Aha. Ja, das liegt daran, dass ich heute auf der Du anderen hast Seite noch sitze einen und Bauern eingestellt, oder ist das das ist der war? Bauer, von dem ich Ach so, sprachete. das hatte ich noch nicht so gemerkt. So, wenn Also. man doof spielt, dann sollte man nicht abtauschen, ha? Denn es wird nicht besser. Nee. Ja, was denn für ein komisches Bild? Ach, das große Bild, sag doch was. Mensch. Jetzt hier die Partie in groß, obwohl die eigentlich nicht schön ist, werden wir sie trotzdem im Großformat zeigen. Mich interessiert jetzt aber doch nochmal als Frage an unsere Zuschauer bitte, ob ihr jetzt von Anfang an uns gesehen habt, also quasi, dass es nur verzögert Also war, komplett mit oder ob ihr dann einfach irgendwo Musik und so. eingestiegen seid. Genau. Ich glaube nämlich eher, dass es dann irgendwann ein, weil sonst wären wir jetzt ja auch noch verzögert. Sind wir Sicher? aber auch vielleicht. Naja, wir werden ja sehen, wann die Antwort auf unsere Frage kommt. Ja. Ja, ansonsten, uiuiuiui, Turm C7. Ansonsten kann ich nur sagen, Erik hat bisher sehr, sehr gut gespielt und das sorgt dafür, dass ich hier sehr unzufrieden bin mit Was der mit Stellung. E5 oder so Ja, da gedacht? war ich gerade am Überlegen, dann kommt halt Turm C8, ne? Aber vielleicht trotzdem eine Chance, weil sonst hast du hier, du musst ja Ja. irgendwie ein bisschen Harakiri machen. Oder? Ja. Okay. Naja, so, also Erik gerade mit super Chancen. Ja. Mit sehr, sehr guten In solchen Chancen. Momenten hofft man denn immer, dass der Gegner das nicht sieht? Oh, diese Ja, Hoffnung wird leider. ist ja sowieso zeitverzögert, von daher ist das auch egal. Nur, die Stellung, puh. Ganz, ganz furchtbar. Ja. Das ist ziemlich schwierig, jetzt nicht noch eine Figur zu verlieren. Für den Ach Springer so, D8 wegen gerade. E5, ja. Ja. Also, Erik. Erik wird wahrscheinlich gewinnen. Ja, und das wäre dramatisch, weil wir haben uns gerade wieder auf unsere Zahl hochgekämpft, wo Oh. wir vor 3 Wochen beim Banter schon mal waren und dann auch mal verloren haben. Das droht hier irgendwelche Sachen, ne? Jetzt mal auf B2 nehmen, genau. Dann nimmst du noch auf A3 und dann rennst du einfach mit den Bauern nach Und schüttel mein vorne. Haar. Ja,
Jetzt hat er selber A3 gemacht. Oh ne, hä? Er hat gar nichts gemacht. Ja, muss ich wegnehmen. Aber Ist halt jetzt noch hängt eine der. Figur weg. Ja, Nichts. ist so. Hilft ja alles nichts, Das ne? Leben ist ja hier kein Ponyhof. Na gut, wenigstens kriegst du noch den A3 jetzt, oder? Läuft F6? Ja, dafür ist der Ja, F4 gut, den braucht ja kein Mensch. Braucht kein Mensch, gut. Dann kommen hier noch solche Zwischenzüge Oha. von Erik. Erik, was ist denn los? Hast du gedopt? Also ich glaube, unsere grandiose Einleitung wurde wirklich nicht gesendet. Ja, naja. Schade, schade. Erstmal versuche ich jetzt natürlich noch weiter zu kämpfen. Das ist auch ein Teil vom Schach. Niemals aufgeben, immer weiter machen. Und ja. Oh. Vielleicht Hilft ja kannst du auch mal nichts. Läufer B2 oder so machen, bevor du einen Bauern abtauschst. Zu spät. Ich werde auf jeden Fall auf rausschlagen, werde ich A4 machen, weil auf der A-Linie kriege ich den Bauer leichter Na durch. gut, das ist ein schlauer Plan. Und Material habe wir ich ja haben mehr eh Zeit. weniger. Das ist aber auch Material das ist Einzige. Und abgehakt. Läufer C3 könnte jetzt mal noch ein Motiv Oh, und sein. Dame B4 wäre auch ein Motiv. Ja, und Komma jetzt K. laufen wir einfach durch. Das Ja. war wahrscheinlich immer noch nicht so. Kann er ja noch gut irgendwie Turm A6 spielen, genau, und dann einfach zweimal da schlagen. Aber Naja. vielleicht Dame B1 oder sowas kann man nochmal machen. Der könnte schon unangenehm werden, oder? Ah, der wird auch unangenehm. Was wird das denn Keine jetzt? Ahnung. Wie? Erik, zieh an, du musst dich beeilen, wenn du das Ding durchschaukeln willst. Oh nein, die ersten Worte waren Schluss mit lustig. Das heißt, alles Lustige wurde verpasst. Ja, wieso kann man nicht schlagen? Ach, weil der A2 hängt. Ich verstehe. Ja, aber ich habe ja auch wiederum keine Wahl. Erik, beeil dich. So eine gute Stellung. Hä? Ja, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen der Zeitnot Oh geschuldet. Mann, das tut mir jetzt schon ohne heuchlerisch sein zu wollen, echt leid. Und zwar nicht für dich. Ja, ich weiß, mir hättest du das gewünscht. Oho, das wäre natürlich ein fieser Ja. Fehler. Wegen Springer E5 Schach. Ach, schade. Ja. Ja, was soll ich sagen? Erik, du hast einfach sehr, sehr gut gespielt und ich nicht. Aber gerade beim Blitzen, Wunderbar zusammengefasst. ähnlich wie beim Bullet, ist sehr wichtig, dass man am Ende Noch Zeit nicht, hat. genau, man sollte die Zeit nicht zu sehr ablaufen lassen. Und im Bullet merkt man das natürlich noch viel schneller, weil, ach, ihr wollt gar nicht wissen, wie viele Partien ich schon mit Dame mehr und so noch verloren Ja, habe. ein Bullet Das ist ist unglaublich die schwer. Stellung nicht so wichtig. Aber ein Blitz ja eigentlich schon. Deswegen großen Respekt hier an Erik. Ja, Hat aber er auf gut jeden Fall gespielt. tolle Partie. Gut gespielt. Und das Ende vergessen wir einfach. Genau. So, dann machen wir weiter, oder? Gerne auch nochmal die Erinnerung, ihr könnt auch wieder Custom Ach Challenges stimmt, eigentlich wollten wir erstellen. das doch als Bedingung heute machen. Ja, wir sind ja mal so nett, ne? Lassen alles Aber durchgehen das hier. wurde ja, glaube ich, auch bei der Einleitung dann gar nicht. Ach, dann wurde es vielleicht gar nicht gesagt. Also nochmal der Hinweis an euch, erstellt gerne eine Custom Challenge, baut das Brett so wild auf, wie ihr wollt. Sollte nur ungefähr gleichwertig sein für beide Seiten. Und wusste nicht, wenn ihr mal mit 7 Türmen oder 9 Springern spielen wollt, können wir alles probieren. Einfach Custom Challenge Den erstellen. neuen Springer, das wird schwierig, weil Nee, ich es glaube, du muss kannst auch ein die Bauern König. Nee, ersetzen. das wollten wir doch aber nicht, oder? Ach so, ja, okay. Naja, könnt ihr auch machen. So, dann die 11. Ja. Tut uns leid, Pikachu. Ja. Also wenn gar keine anderen Challenges mehr da sind, dann spielen wir auch gegen Nicht-Premium. Das ist gar kein Problem. Aber Aber dann ansonsten müsst ihr vorher noch alle anderen vergraulen. muss man auch ganz klar sagen, die Premium-Mitglieder, ohne die würde hier überhaupt nichts laufen. Deswegen zugucken und in den Chat schreiben, lustige Sachen, darf jeder so viel wie er möchte. Spielen, das ist ein Ey, du, Privileg. ich schreib's schon extra auf und du hältst dich nicht dran.
Schottisch und Italienisch. Wir haben hier zwei Sachen mit erstens E4 stehen. Hat jemand von euch einen Wunsch, was mit D4 irgendwie noch zu bewerten? Nee, du kannst es jetzt nicht mehr gut machen. Spiel weiter hier. Nee, ich spiele schon erst recht nicht. Na komm, dann gibt's hier... Das habe ich dir ja auch beigebracht. Aber Tex-Mex ist ein sehr starker Spieler, ein Fidemeister, der wohl anscheinend nur noch nicht so viele Partien hier hat. Denn für gewöhnlich wahrscheinlich... Naja, weißt du, was meine Rating hier ist? Und ich habe sehr viele Partien. Nein. Die ist bei 2000. Na gut, komm vor. Springer B5 ist ein denkbar einfacher Trick. Nämlich das Nehmen. Ja, funktioniert nur nie. Nee, das funktioniert noch nie. Ist aber trotzdem ein sehr interessanter Zug. Und nach meinen Analysen der wahrscheinlich vielversprechendste Zug an in dieser Stellung. Spielt ja wie heißt der Mama? Fries Nielsen. Ob der das spielt? Nein, wie heißt der nochmal mit Vornamen? Der Jens Uwe. Ja. Du musst nicht alles sächsisch aussprechen. Aber ich kann. Nein, du kannst auch nicht. Okay, dann nicht. Ja, so ist das. Wie sie rabiat wird, wenn sie im Chat geschrieben. Ja, ich verteidige eure Interessen. Ja. Wessen Interessen? Na, der Chat-Teilnehmer. In wessen Interesse liegt das, dass du mich hier irgendwie fertig machst? Sonst lernst du es ja nicht. Okay, stimmt. Da hast du allerdings recht. So, er greift hier den Läufer an. Das werde ich mit Läufer E5 beantworten. Findest du das gut? Aber gut, dass du mich das immer fragst, wenn du schon losgelassen hast. Ja, Erik ist der Sieger der Herzen. Ja, ist richtig. So. Jetzt kann man irgendwelche schönen Abzüge machen. Springen, so. Ja. Hä? Naja, sogar auch so, ja. Du weißt ja nicht, ob das was bringt. Ist kein großartiger Abzug, nö, aber... Und jetzt geht einfach der Läufer zurück. Ja, aber wohin? Nach D6? Nach E7. Dann kann ich nehmen. Und nach E7, dann kommen andere Special Tactics. Nach A5 kann ich mal die Felder. Das ist natürlich was mir nicht gefällt. Mach doch Springer G3 oder sowas. Oder Springer F4. Ja, ich will nur nicht den Doppelbauern auf der C-Linie haben, aber ja. Das stört doch nicht. Das ist doch ein Französisch, was du den... Springer F4 ist, glaube ich, schön, oder? Naja, aber wenn er nimmt, habe ich den Läufer auf F4 statt auf G3 und dann kann er leichter E5 durchsetzen. Na gut, aber... Ja. Aber was? Ja, ach ja, wir können den Chat jetzt lesen. Das war nur in der ersten Partie, dass Nico da verkackt hat. Da habe ich wieder irgendeinen Unfug gemacht. Also, warum nicht Springer G3? Ich höre mir das gerne an, bevor ich ziehe. Ich wollte von dir... Du hast gesagt... Wir sind doch ja... Na, dann wollte ich noch hören, was steckt denn dahinter? Was? Na, du hattest noch Bedenken, obwohl ich meine Argumente vorgetragen habe. Und die wollte ich gerne hören. Ach so. Ja, ich verfolge hier gerade unsere Fragen. Naja, also es wurde festgestellt, dass du in Gladbach in einer Pommesbude arbeitest, heimlich. Ja, nee, wieso heimlich? Aber wahrscheinlich nicht nur in Gladbachs Pommesbuden. Ich glaube, Kapuzenpullis sind relativ beliebte Kleidungsstücke. In Pommesbuden, weil man dann immer ein bisschen was mitgehen lassen kann, oder was? Sagen nee, also man kann auch, ja, das ist tatsächlich eine Empfehlung. Ihr zieht den Pullover einfach falsch rum an, dann dreht ihr den nach vorne und dann kann ich mir hier alles füllen mit Popcorn. Und dann kann ich das so essen. Special Tipp zum Freitagabend, ne? Ja. Ach ja. Ach ja, und was empfiehlst du auf erstens D4? Das hängt ganz davon ab, was ihr für ein Spieltyp seid. Königsindisch. Ich glaube, das ist mit dem Mikro und so. Ich weiß nicht, wie sauber das an Geräuschen rüberkommt. Für mich ist es schon eine Geräuschbelästigung. Ohne jetzt irgendwie das Böse zu meinen. Ich bin schon wieder völlig durcheinander hier. Also du machst immer irgendwelche Sachen mit mir. Das müssen ja auch hier erschwerte Bedingungen sein. Naja. So,
nochmal deine Antwort, was? ohne gegeben. Ah, also es kommt darauf an, was ihr für Spieler seid. Und es gibt verschiedene sehr aggressive Systeme, wie zum Beispiel Königsinnisch oder Benoni. Oder ihr spielt Oder Wolga. erstmal irgendwelche typischen Symmetrievarianten, haltet einfach die Spannung aus im Zentrum und macht das so langsam über die Zeit. Was sind typische Symmetrievarianten? Naja, halt, Du ob kannst auch währenddessen D4, spielen, D5, oder wenn du das nicht kannst, kannst du auch mir die Maus geben. ne? Es ist allgemein schwierig, die Stellung gerade so. Ich muss mal gucken, was hier abgeht. Völlige Verwirrung hier bei mir gerade. Stimmt, das können wir eigentlich mal machen. Ja, der Vorschlag, dass wir mal bei einer, beim Banter bei Peter mitmachen und ihn challengen. Ja, sowas kann man mal absprechen, ja. Wieso absprechen? Ja, ich Sobald meine. er uns sieht, wird er Aber. mit Freude Aber die leicht soll. gefundenes Es sollen ja auch Fressen. die Leute, die bei ihm zuschauen, sollen ja die Möglichkeit haben, gegen ihn zu spielen und umgekehrt. Ja, stimmt schon. Bei ihm ist bestimmt auch voll viel los, kann ich mir vorstellen. Cambridge Das habe ich selber Springs. mal gespielt. Sticker. Ich weiß nicht mal, was das ist. Naja, du machst halt. Also hat halt eigentlich nur so einen Trick. Du machst, bringst deine Dame nach A5 und dann irgendwie so nach B4 und ja, ich habe damit nicht so die besten Erfahrungen gemacht. Also, Muss aber nicht an der Eröffnung liegen. nee. Ich denke, die Eröffnung ist okay. Man sollte sich nur nicht davon verleiten lassen, dass man das Gefühl hat, man könnte mit diesen, sag ich jetzt mal, billigen Tricks am Anfang irgendwie was rausholen, weil das passiert in der Praxis eigentlich nicht. Ansonsten, ja. Es sind noch 16 Bauern auf dem Brett. Bemerkenswert. In der Tat. Ja, wurde gerade gesagt, Zwidler eben gegen Killer verloren. Ja, ich habe auch schon öfter mal bei Peter zugeguckt. Obwohl er so ein unglaublich starker Spieler ist, ich glaube, dieses Vielleicht redet er auch zu viel. So Bantern, wie ja. du kannst auch nicht gleichzeitig reden und spielen. Da, er verliert relativ häufig. Aber dafür manchmal, also manchmal stellt er halt einfach ein oder spielt sehr langsam, aber manchmal spielt er auch einfach nur super gut. Ist halt sehr unterschiedlich bei ihm. Das heißt, man hat durchaus Chancen gegen Peter, genauso wie gegen uns. Ja. Genauso, ungefähr gleichwertig. Ja. Mal heute den großen Wahn zum Frühstück gegessen. Ja, und Zwieback zum Abendbrot. Ja, das haben wir wirklich gemacht. Weil ich mag total gerne Zwieback mit warmer bis heißer Milch übergossen und dann Zimt und Zucker drauf. Und dann. Nom, nom, nom. Und Nico hat sich erst drüber lustig gemacht und mir dann das Ganze weggegessen. So wie immer. Ja, Lügen erzählst. Ja, siehst du, der hat 2,9. Ja, das Kein heißt, er ist Wunder, auf dass jeden man da Fall ein verliert. sehr guter Blitzer. Gut, ich weiß nicht, also wenn Peter das hier ernsthaft betreiben würde, dann hätte er sicherlich auch mindestens 2,9. Aber das ist ja gerade der Sinn von Geschwätzblitz, das nicht so ernsthaft zu betreiben. Die Partie nehme ich ernst, ich schwätze nur dabei. Aber nimmst du die Ja, Partie nicht doch, ernst? Also, das doch, ist ja aber es wohl. soll ja trotzdem eine spaßige Veranstaltung werden. Du sollst was über die Läufer in der Partie erzählen. Ungleichfarbige Läufer. Ja, ungleichfarbige Läufer. Begünstigt den Angreifer. Genau, und deswegen versuche ich, der Angreifer zu werden. Ja, Damentausch wäre im Gewinnsinne vielleicht nicht so optimal. Aber jetzt sieht man schon, dass die schwarzen Felder in der Stellung sehr, sehr schwach sind. Man bräuchte nur irgendwie Dame, den Läufer jetzt auf C3 oder so. Das ist eine gute Idee. Genau, oder hoch. Achso, die Zeit ist knapp, ja. Ja. Okay, möchte ich natürlich gerne noch machen. Erstmal danke für die Partie, Tex-Mex. Und jetzt sage ich noch was über die Läufer. Ja, es ist natürlich nicht allzu viel los in dieser Stellung. Keine Frage. Der Läufer von Schwarz ist zwar im Moment noch stärker, weil er hier schon gute Felder hat und
Der Läufer auf G3 ist natürlich hier, deswegen war die Öffnung der B-Linie recht wichtig, weil sich jetzt Spiel auf der B-Linie abspielt. Spiel spielt sich ab. Vielleicht wäre es eine Idee gewesen für ihn, Läufer D3, Läufer G6 zu spielen, um auch die Kontrolle zu erlangen. Und deswegen hat der Läufer hier zumindest immer Druck auf E5 und er möchte den Druck auch nicht wirklich aufgeben, indem man nehmen lässt, weil jetzt hätte ich schon zumindest schon mal die B-Linie. Aber ich denke trotzdem, dass es sehr, sehr ausgeglichen ist. War eine gute Partie von Tex-Mex. Am Ende ein bisschen zu langsam gespielt, aber joa. Ja, jetzt will ich mal wieder Ja, hier du, und ja, ich dann halte Sekunde. mich an die. Bitte? Erstmal wird hier noch generiert, wer drankommt, und zwar die 14 von unten. Und jetzt darfst du wieder. Jetzt kannst du hier 14 Nee, abziehen. das zählen darfst du noch mal. Leider keine Custom Challenge. Sehr, sehr wenig Custom Challenges von Ja, euch. stimmt. Weiß Aber wir haben nicht. das auch am Anfang nicht nochmal erklärt, wie man das einstellen kann. Ach, das geht im Prinzip ganz einfach. Ihr geht auf uns So, ich drauf. versuche jetzt Italienisch. Und schottisch. Ich muss trotzdem den schottischen Aufbau machen hier. Ja. Okay. Was wollte ich gerade erzählen? Ich wollte gerade erzählen, genau, ihr klickt auf den Spieler, den ihr herausfordern wollt, in diesem Fall unseren Gemeinschaftsaccount Melikolas. Und dann könnt ihr da erweiterte Einstellungen oder sowas. Und dann könnt ihr komplett Stellungen aufbauen. Schon, ich kann nur Dame B6 ein später. Ja, ich mache einfach das Gleiche. Ist bestimmt total gut, was du machst. Ja, da habe ich auch null Zweifel dran. Ja, Ja. wenn jetzt Dame A5 kommt, mache ich C3. Ja, Olaf studiert nämlich gerade Videos, unsere Videos über Läufer. Das freut uns natürlich total. Sei gerne auch montags live dabei, wenn wir Ist in. doch Olaf eigentlich immer, oder? Ja, aber Olaf ich kommt glaube, er war dann. nicht von Anfang an mit dabei, aber das holt er jetzt anscheinend nach. Aber die Läuferlektionen sind ja noch recht frisch. Kann ich jetzt hier auf C5 schlagen oder Du B? darfst es auf jeden Fall machen, ja. Wobei ich könnte jetzt auch in die Hauptvariante übergehen. Läufer E3. Hoffe ich, kann man das auch ausnutzen jetzt hier. Naja, er wird ja mit der Dame am Ende wieder nehmen müssen, ne? Ich weiß nicht, ist das schon ausgenutzt genug? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, mach mal, wie du meinst, oder? Das sowieso. Okay. Ich kann mich nicht entscheiden Haben wir hier. noch nicht gezogen. Ist das ein Nachteil, wenn ich jetzt Ja. hier so, ja? Klar. Wieso? Na, jetzt nimmt er dir auf D4 Ja, weg. das, dann mache ich B4. Oha. Und dann opfert er da auch noch raus. Der verrückte Ja, Hund. aber das ist ja dann die Hauptvariante. Aber dann ist es ja schlauer, wenn ich den Läufer schon auf E2 stehen habe, als den Läufer auf E3, dachte ich mir Naja. so. Aber ich, Ja, mag sicher bin sein. ich mir jetzt nicht. Das war aber mein Gedankengang dahinter. Ja, Ist das noch Französisch Mainline irgendwie übrigens. so Nee, oder ich so? glaube nicht. Erik spielt immer D4, weil er Weil rein. Französisch ihn nervt, ja, das kann ich Ja, nachvollziehen. Französisch Französisch nervt ist auch. auch so eine nervige Sache, Angelegenheit, ja, da muss man einmal durch. Sucht euch ein paar Varianten raus, dass die vielleicht keine Mainlines sind und dann studiert ihr die einmal ein und dann werdet ihr sehen, dass es auch nichts Wildes. Also Französisch kann man lernen, dagegen zu spielen und das geht schon. Ja, es gibt aber viele Nerven. Ich finde ja auch sowas wie Karo Kann finde ich immer nervig. Skandinavisch finde ich nervig. Dann Aljechin finde solltest du ich mit D4 nervig. anfangen, also. Nee, Doch. D5 finde ich noch viel nerviger. Dann. Wie hast du es denn am liebsten? Was? Meine Eröffnung? Ja, wie der Gegner spielen soll. Ich mag ja Italienisch. Ich mag. Ist Dame B1? Achso, ja, der ist ja noch schlau. Ich mag Sizilianisch gerne. Das war's.
Nee, eigentlich mag ich alle Eröffnungen gerne, wenn man dann aus der Eröffnung raus ist. Ah ja, okay, schön. Ja, du magst die Öffnung, wenn man da raus ist. Naja, solange man, sobald man die Theoriepfade verlässt, aber nicht nur einseitig halt, ne? Also einseitig heißt, du weißt nicht weiter, Ja, ja, und der genau. Gegner weiß weiter. Ja, du Ja. bist nicht alleine. Kaokan wird hier noch von anderen Spielern, vom Pikachu, dem Schachspieler, wird das auch gehasst. Ja, das ist halt auch so ein langweiliges. Da könnte ich E2 ein bisschen Endspieltechnik beweisen. Meint, ich soll mich an die Prinzipien halten, ja? Ja, denn im Endspiel gehört der König in die Mitte und wir sind schon sehr nah dran. Und der König auf E2 macht doch super Sachen. Ja. Mein Turm auf B7 macht auch super Ist Sachen. Karo Kann sehr taktisch, wird hier gefragt. Nee, Nee, das ist ja eigentlich das weniger. Problem, deswegen hasse ich das ja auch so. Ja. Und wenn Melanie hasst, dann hasst sie richtig. Ach, das weißt du, oder was aus Erfahrung? Ja, klar. Kriege ich ja mal zu spüren. A4, A5 oder noch A3? Ja, ach, der gefällt mir eigentlich besser. Ja. Solange mein Türmchen da nicht weg ist. Der von B7, ja. Guck, und das ist zum Beispiel, der könnte ja nur vom König angegriffen werden, dass er weg ist. Und vom Turm. Ja, dann nimmst du ja halt raus, das ist ja halb so schlimm, ne? Trotzdem, ich hätte meinen Turm da auch gerne behalten. Was mache ich denn als nächstes? Turm C6? Sieht doch gut aus. Ach, und ich Springer habe ja immer noch eine D4. Figur mehr. Die hast du noch gar nicht benutzt, hä? Könnte ich jetzt mal meine Karte aus dem Ärmel ziehen? Ja. Oh ja, ein Thema, Themenvorschlag für euch. Siebte Reihe. Also generell so offene Linien und so werden wir Ja. noch. Werden wir noch behandeln? Ja. Also wir lesen auch nicht alle Vorschläge oder alle Sachen aus dem Chat vor. Wer gerade live dabei ist, weiß warum. Also wir lesen sie, schmunzeln und belassen es dabei. Genau. Du kannst ja jetzt, achso ja, jetzt Ah kannst du nee, auch den auf will ich E7 gar Schach nicht. geben. Oh ja. Aber auf Turm A8 könntest du auf A, hättest du auf A7 da Nee, ich rausschlagen. wollte ja meinen A5. Ach so, der hing ja gar nicht. Ja, Glückwunsch! Ja, Du hast danke. gewonnen. So, was können wir zur Partie sagen? Wie wurde nochmal die Figur eingestellt? Ich habe das schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Naja, hier halt. Ach ja. Da wurde das Motiv B4 übersehen. Ja, das ist Ja, ich natürlich glaube, doof. hier ist besser nicht Also es B5. geht auch hier noch. Warte mal, darf ich das, wenn ich darf? Also man kann hier, glaube ich, auch noch B4 spielen, dann ist alles im Rahmen, hä? Ja. Ja, also dann passiert ja nichts. Wa? Gut. Wir sind uns einig. Ansonsten gibt es hier auch immer die Idee, hier zu schlagen. Und dann spielt man mit Weiß meistens so. Naja, und dann geht es irgendwie weiter. Ach so. Ich wollte nur B4 zeigen, das ist doch ein netter Dass man den Trick. machen muss, ja. 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 Voll mies, wir kriegen immer nur einen Punkt dazu. Dann Micha? quälen wir uns 20 Partien ab, und dann, um dann eine zu verlieren und wieder bei Anfang zu sein. Ja, so läuft das. Was war das jetzt? Die 9, 4, 6, 8, 9. Niklas Robin Hoffmann, moin moin, wir spielen jetzt gegeneinander. Moin moin heißt übrigens nicht guten Morgen für alle, die nicht aus Ja, dem Norden kommen. ich hänge mich da auch immer dran auf. Ja, ich glaube, wir als Hochdeutsche, als Norddeutsche, wir haben Weil weniger. Moin Moin auch so hochdeutsch ist. Ja, Norddeutsch, aber wir haben sehr viel weniger Sachen, an denen man sich sprachlich aufhängen kann, als die Sachsen, also ist das, glaube ich, in Ordnung, oder? Wie bitte? Was? Was? Ja. Also es ist schon alleine die Perspektive, die ich von hier einnehme, ist ja Ja, aber anders. das kannst du jetzt überhaupt nicht sagen, weil alle unseren Anfang verpasst haben. Deswegen begrüße ich noch. Ich mach Ja, mach mal die nochmal, okay? Begrüßung neu, ja, auf Ihr jeden stellt Fall. euch jetzt vor, es Ja, kommt Musik. herzlich willkommen So, und jetzt herzlich willkommen zu Geschwätzblitz. Heute mit einer grandiosen Neuerung, denn
Dem einen oder anderen ist vielleicht aufgefallen, ich sitze heute links. Gut, machen wir weiter. Und ihr seid live dabei bei dieser Premiere. So. Und dann kam der Satz, bei dem ihr alle eingestiegen seid, nämlich Schluss mit lustig. Oder? Ja, so genau. Hier vorbei mit den Späßen und so. Genau. Ja, Alexander Bangief, den kenne ich in der Tat. Nee, aber ich weiß nicht, was mit dem ist. Tut mir leid, kann ich euch nicht weiterhelfen. Ich weiß nicht, was das heißt, ob er im Moor liegt. Das ist eine Umschreibung für... Das ist bestimmt Hochdeutsch, so wie Moin Moin. Ja, Hochdeutsch, Norddeutsch, Friesisch... Alles, nee, eine Suppe ist das gar nicht, aber wir haben ja wirklich nicht viel an Redensarten, ja, dann nehme ich aber raus. Was, ihr Norddeutschen oder was? Ja, ja. So. Erik dachte, der Stream hätte sich neu gestartet. Sorry für die Verwirrung. Nee, wir haben da ein bisschen Unfug gemacht, ja. Nee, das ist ja auch Blödsinn. Was machen wir denn jetzt? Wir. Hm? E3 sah doch gar nicht so schlecht aus. Ja, aber obwohl, dann kommt ja, dann ist auch die Schwäche da weg. Kann man nicht den Springer irgendwie schlau ranholen? Ja, vielleicht mal Springer H4 als Idee. Ja, geht nicht so lange der Springer da noch. Du könntest naja auch mal Turm F... Achso, auf Turm F7 kommt immer E6. Der Springer da ist auch nervig. Was ist jetzt hier denn schon wieder los? Kommt da irgend so eine... Dann mach da mal H6 und danach kannst du Springer H4 machen. Hm? Ja, das gefällt mir nicht, aber okay. Ja. Was nee, jetzt wurde gerade gesagt, dass er nicht mehr lebt. Das würde mich überraschen. Also vielleicht war das auch nur eine Übersetzung für liegt im Moor. Ich hoffe. Also, Niklas Robbe, du willst es aber auch wissen heute, ne? Ist ja nicht mehr auszuhalten, diese ganzen taktischen Tricks und Finessen. Ja. Ja. Deine Zeit, falls ich das nochmal betonen darf, ist auch schlecht. Du weißt gar nicht, was schlecht ist bei Zeit. Da habe ich habe so viel Zeit gerade. Ich habe schon Sachen durchgemacht, du. Mit ganz viel weniger Zeit. Das Bild ist verschwommen. Diesmal sind wir aber nicht auf klein. Liegt das an eurem Bildschirm vielleicht? Oder also an euer aller Bildschirm wird es liegen. Ja. Ja, ich muss hier mal ein bisschen Fokus, ne? Aber. Warum nimmst du denn nicht den E5 mal weg? Mir also das erst schlagen. Nicht gefällt, aber. Ja, du hast hier. Du kannst ja auch auf F1 schlagen und dann auf D5. Ja, aber dann kommt Springer C7. Hm. Ja. Man kann sich halt nicht immer aussuchen. So. Jetzt kann ich es mir aussuchen. Jetzt geht's volle Breitseite, Attacke und so. Dame H5 und Turm F2. Sieht doch schon gut aus. Gut. Muss irgendwie da mit D1 jetzt kommen, um das zu verhindern. Gut. Dann kann man vielleicht trotzdem. Genau. Boah, dann wäre ich fast abgerutscht auf F3. Wäre natürlich ein Dilemma gewesen. Ja. 1:18 noch. Das ist ja so viel wie in der ganzen Bullet-Partie. Das reicht doch. Von vorne bis hinten. Können noch zwei Partien mitspielen. Mit der Zeit. Na gut, und es wird gesagt, dass ich zu fresh bin, ja? Fresh oder fresh? Ein paar Schach. Nimm doch auf D5.
mache ich. War ein guter Einwand. Ja. Dim, Dann dim. kannst du deinen Läufer mal noch mit ins Spiel bringen. Jawohl, Sir. Werde ich machen. Bei Zeiten. Da soll er hin. Ja. Gut aus. Ja. Einen Kommentar gerade fünfmal gelesen und verstehe. Naja. Es ist schon verwirrend. Ja, Ach aber so, Alexander ach, Bang die jetzt, Maus. dann Ich geht's dachte, gut. ich wäre mit Maus gemeint. Sollte vielleicht nicht so viel auf mich beziehen. Also, es war aber, glaube ich, die Computermaus gemeint. Wer präpariert die Maus denn immer mit Ja, weil Schmierseife? du Abkommende meintest, du wärst fast Also, abgerutscht. ein Maus-Slip. Ist das etwa Unterwäsche für die Maus? Ein Maus-Slip? Verstehst du? Ja, ich habe es Ah! schon überstanden, aber der war so schlecht. Weißt du, bei mir Ah! auf Arbeit wird immer der goldene, nee, ich sage jetzt nicht Der den Namen, aber das schlechteste ist Witz des Tages. nach einem Mitarbeiter benannt. Der vielleicht der Witze bringt. Ich lose schon mal aus. Ja, und jetzt ist ein Wanderpokal. Cool. Du konntest da auch nominiert werden. Danke. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Der Johann, da musst du, ich übergebe dir die Maus, vorsichtig sein. Der hat die letzten Male schon deutlich über seiner Zahl gespielt, der Johann Wilhelm. Nee, das geht so nicht. Das ist ein Mauspad. Ja, also ich versuche nochmal Italienisch Ja, und ich oder trinke Kaffee. Schottisch. So, wir haben hier Und Sizilianisch. gute Mäuse sind nicht mehr so teuer. Ja. Stimmt's, Mäuschen? Ja, Also, was? für Kompl Ich wollte nur deine technische Meinung hören. So. Ja, Schnackblitz. Ja, Melanie kann ein bisschen Hochdeutsch. Hey, ich kann Norddeutsch absolutes. meine ich. Was Was hoch. haben wir da denn alles so? Wir waren ja schon ein paar Mal im Norden. Ich komme aus Wilhelmshaven. Da waren wir des Öfteren. Warte mal. Welches Wort hast du dir denn da gemerkt? Was? A4. Norddeutsch? Was? A4 Läufer C4 habe hast du dir gemerkt. ich mir Läufer gemerkt. Nee, C4 war warte mal, das, ich ne? muss jetzt kurz überlegen. Ja, Ja, da hast das hier. recht. Ich hab. Also was? Nochmal, welches Wort habe ich mir gemerkt? Ja, irgendein Norddeutsches. Moin. Ja, toll, das zählt ja nicht. Aber das ist gut, oder? Das kannst du Nee, einfach immer das ist sagen. total Moin. verwirrend. Ja, weil nicht. Leute, die nicht aus dem Norden kommen, die denken immer, meint damit morgen. Aber wenn man abends zum Bäcker geht, hier in Braunschweig, und sagt Moin, ich weiß nicht, verstehen die das? Ich war abends Was hier noch denn? nicht beim Bäcker. Ja, im Zweifel verstehen die dich schon. Im Zweifel schütteln die einfach nur den Kopf Nein, hier und. in Braunschweig wird es ja gesagt. Aber nicht so häufig wie in meiner Heimatstadt, muss ich Doch, sagen. das war nämlich ganz lustig. Neulich auf Arbeit hatten wir nämlich genau diese Moin-Diskussion. Und da kommt einer rein und das war irgendwie nachmittags bis abends und ruft übelst dort Moin. Und dann wussten wir, ja, hier ist das auch üblich. Gut, nicht ablenken lassen von mir. Wird dir hier gerade geraten. Ja. Und du sprühst vor Vitalität. Tue ich doch Ja, immer. tu sie immer. Ihr solltet sie mal, ja, morgens. Uah, so ein Wirbelwind hier. Das kann ich natürlich immer gut leiden. Ja, so. Das überträgt sich dann ein bisschen. Es sei denn, ich kann mich dagegen erwehren. Lügengeschichten hier? Baron von Münchhausen. Ja, wenn man in der Schachpartie schlecht steht, dann muss man sich an den eigenen Haaren wieder aus dem Sumpf ziehen. War das jetzt gerade auf mich bezogen? Ich Nein, stehe doch auf hier gut. Münchhausen. Und dann musst du auf einer Kanonenkugel reiten. Hast du das jemals gelesen? Natürlich. Du Er hast hat noch auch einen nie ein Buch Sohn. gelesen. Ja, aber ein Buch muss man ja auch heutzutage nicht mehr in die Hand nehmen, um zu lesen. Du hättest mal Läufer Warte G5 mal, was? gelesen, aber. Wie liest
denn? Ich lese an Bildschirmen oder. Dann ist es ja aber kein Buch, was du liest, sondern. Du hast gefragt, hast du es gelesen? Und dann sagte ich, ich habe sehr viel gelesen. Und dann sagst du, aber du hast ja noch nie ein Buch gelesen. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ihr seid meine Zeugen. Du hast gesagt, man muss ja heutzutage nicht mehr ein Buch in die Hand nehmen, um zu lesen. Ja, ist doch auch so. Oder was ist daran jetzt falsch? Na, dann kannst du ja aber das Buch nicht lesen. Ach, du meinst generell lesen. Ja. Es gibt ja noch sehr viele andere Medien. Ja, aber wenn wir jetzt von Münchhausen sprechen, dann ist das ja ein Buch. Ich habe hier so eine Strähne. Du hast da ganz viele Haare, ich weiß nicht, was du meinst. Das ist so ein Knubbel. Guck. Ja, schick. Habt ihr es alle gesehen? Was ist denn mit Läufer C5? Ist das krass? Ja, machen wir mal. Ist der überhaupt gut? Das werden wir gleich merken. Das habe ich mal gegen Großmeister Lev Gutmann gespielt. Im Neidorf. Auch so mit einer gefesselten Dame. Hat auch keinen Bauern gewonnen. Aber ich habe die Partie relativ schnell gewonnen. Ja, hier ist auch kein Bauern gewonnen übrigens. Ja, ich lese die Bild aus Hannover. Nee, würde ich aber machen. Also ich habe, glaube ich, ein deutlich positiveres Bild von der Bild. Ja, da haben wir ja schon echt oft drüber diskutiert. So, das war jetzt hier Quatsch. Ja, so. Das war jetzt wirklich eine Maus-Schlüpfer, ne? Oh Mann! Ja, mach weiter. Das ist aber blöd hier. Ja, das ist blöd. Mann, und ich habe auch noch viel weniger Zeit. Ja, dann hau mal rein, ne? So, was hast du jetzt gerade gesagt? Na, das ist jetzt uninteressant. Du musst dich da konzentrieren. Ich muss überhaupt nichts. Ja, du darfst trotzdem vor lauter Schreck auch weiterreden. Ja, ich will mal gucken, was du jetzt machst. Ja, vielen Dank. Auch. Ja, die anderen feuern, weiß nicht. Jetzt zeig, was du drauf hast. Oh nein, jetzt werde ich hier gleich mitgesetzt, wenn ich das mache. Wenn man mal einen Pre-Move macht, ne? Oh Mann. Ist so gut. Ich hab dich gewarnt, der Johann Wilhelm, das ist ein schlimmer Finger, hab ich dir gesagt. Du hättest mich besser vor meinen Fingern warnen sollen. Vor deinen Fingern? Also ich hab dich auch nicht vor seinen Fingern gewarnt. So, ich übergebe dir. Du hast natürlich jetzt das Recht und die Pflicht, ihm zu gratulieren und aufzugeben. Also, oh, ja, das hab ich ja noch gar nicht. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt verlieren wir 30 Elo. Ja. Ich? Ja, hier wird schon richtig im Chat gesagt, ey, Nico muss nur einstecken von der Melli. Also, ja, so ist das. Ich fange gleich an zu weinen. Ja, dann machen wir besser schnell weiter. Schweigeminute machen, aber ich sehe ja wirklich aus, als ob ich nicht. Mal, was haben wir gerade gemacht? Von unten oder oben? Was war gerade? Mach von oben. Okay. Ja, jetzt muss man sich das wieder zurück verdienen. Ja, wer war denn weißt der? Weißt du, was ich gerade bei Weltformel-Typ gelesen habe? Weltformel-Typ. Das ist ein Weltformel-Typ. Naja, Welt für mich. Ach, formell für die Melanie, ja. Du bist ein bisschen durchdrehen heute, hä? Ja, weiß ich nicht.
Ja, das halt, also ja, und das ist auch gerade, was ich lese. Also hier wird geschrieben, Peter Swietler, der ist zu gut mit 2,57. Ist einfach noch viel besser als 2,6. Also in Realität ja, aber ich glaube, er hat halt im Bantern oder im Blitzen allgemein, hat er hier wirklich nicht viel mehr als 2,7, 2,8. Obwohl er, also ich bin mir sicher, er könnte hier über 3000 haben, wenn er das ganz. Gewissenhaft macht. Ja. Mit keinem Mausslips. Ja. Ja, tja. Hier wird darauf Nicht jetzt. hingewiesen, das Zufallssystem, das sollte ja obligatorisch sein für die Banters. Finde ich vernünftig. Also, ich glaube, wir machen das relativ fern mit diesem Zufallsgenerator, dann von oben, dann von unten immer so hin und her. Aber ich habe einfach gute Laune. Das darf ja Hashtag wohl mal noch erlaubt weltformell. sein. Ich finde Ja, im Imperial oder Imperial hat auch eine Anfrage gestellt. Ja, habe ich gesehen. aber wir nehmen ja nicht alles an, nur weil es eine Anfrage stellt, oder was? Nee, also wir würden gerne gegen, also ich würde gerne gegen alle von euch spielen den ganzen Tag, aber wie gesagt, Premium und so. Ja, die Frage Der nach Konzern Schottisch. gibt uns Ich Vorgaben. versuche das ja immer. Aber Schottisch? Habe ich das nicht meine versucht? Gegner. Nee, du hast erstens D4 gespielt. Was? Aber die Gegner haben nicht mitgemacht bisher, deswegen können wir es nicht beeinflussen. Und erst steht auch noch Italienisch auf unserer Liste hier. Ah, ich werde gerade auch korrigiert. Peer hat 2,9 plus, also mehr als 2,9. Ja, aber auch das ist eigentlich, das ist ja auch eine Zahl, da bin ich auch schon rangekommen. Auf die 2,9 und er müsste eigentlich jenseits davon kommen. Ja, wer ist das denn? Wer? Peter? Ach, Peter heißt Imperial oder was? Nein. Hä, ihr habt doch gerade von dem Was? I geredet. Was? Ihr habt doch gerade über Imperial oder irgendwas gesprochen. Ich habe doch nur kurz zu Und dann hast an. du gesagt, oh nein, das hatte ich auch schon, das müsste der doch auch klar Nein, schaffen. nein, Peter Swidler. Ich wurde korrigiert. Ich habe gesagt, Peter Swidler hat hier, ich glaube, das letzte Mal, als ich geguckt habe, hat er so um die 2,8. Er Ach hat jetzt aber mehr so. als 2,9. Da meinte ich nur, ja, das möchte ja auch bitteschön sein. Also, der ist ja eigentlich sogar noch besser als 2,9 hier, würde ich mal sagen. Ja. So, lesen wir Schachbücher. Wir können ja jetzt hier auch mal wieder kurz ernst sein. Also ja, so ein bisschen. Halt eher so als Nachschlagewerk. Wir haben ja schon recht viele. Mal schauen, ob ich hier gerade eins links von mir Du stehen guckst in habe. ein Regal, wo wir nicht eins haben. Ach Übrigens, so, die sind unsere alle drüben Schachbücher im sind alle im Wohnzimmer. Wohnzimmer. Hier haben wir nur sowas wie. Mal schauen, was ich hier finde. Der große Konz. Ja. Das Oder Arbeitsbuch ich zur wollte eigentlich Steuererklärung. noch ein streberhafteres Buch zeigen. Das sieht auf den ersten Blick aus wie ein Biologiebuch aus der 4. Klasse, aber Alter! es ist in der Tat ein. Was ist das? Ein. Okay, dann zeige ich jetzt was wirklich hier. Was ist das denn jetzt? Das kannst du nicht mal lesen. Using Multivariety Statistics von Barbara Tabatschnik? Ah ja. Das ist natürlich krass. Okay, jetzt ich muss auch mal ein bisschen Taktik hier walten lassen. Walten. Walten und verwalten. Ja, das geht. Da haben wir hier noch, auch so eigentlich spannend, was wir hier so haben. Ja. Oh, guck mal, wie Männer ticken. Ja, ist ja gut jetzt. Ist Kannst das du. peinlich, wenn ich das hier so zeige? Nee, aber du könntest wieder Schach mitspielen, aber musst du natürlich nicht. Also Läufer schlägt H7 ist einer der Züge, den ich erwarte, deswegen Primo hier. Na guck, jetzt heißt es doch, Peter hat doch 2792. Wenn ich hatte schon, weiß nicht, Ja, 2008. und er spielt ja wahrscheinlich auch nicht so viel wie du. Aber also vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, er ist ein sehr guter Blitzer. Ja, man muss ja aber auch erstmal auf irgendeine Zahl kommen. Ach so. Ja, ist ja Ich komme so. auch gar nicht mehr hinterher.
Ja, ich auch nicht. Also ich könnte versuchen. Aber Bach Endspielbuch, die haben wir auch. Ja, aber ich glaube noch nicht so oft reingeguckt, ne? Nikolai Krogius hat einige gute Bücher geschrieben. Ist, glaube ich, einer der Echt? wenigen auch, ja, also gerade für Schachanfänger und auch einer der wenigen, der sich ein bisschen mit der Psychologie im Schach auseinandergesetzt hat. Der Nikolai. Hm. Da haben wir doch auch irgendwelche, aber wahrscheinlich nicht hier stehen, Das ist alles, wir haben hier immer noch keine Schachbücher, außer deine unnützes Wissen. Schachspielen von der Jugendschach, die haben wir hier. Und ich glaube noch irgendwas, was ich von meinem Lehrstuhl Mmh. zum Abschluss. Ja, natürlich, tut mir leid. Wir wurden gefragt, ob wir das Schachbrett auf groß stellen können. Ja, wir Natürlich können wir vergessen das das. manchmal. Ja, vor allem, Wenn ich hier die du Bücher aus bist dem hier nur am Regal. Rumwuseln Ich habe und. halt noch Energie. Ich merke das. Ach ja, guck mal, hier ein Schachbuch. Social Chess. Das habe ich nämlich von meinem Sozialpsychologie-Lehrstuhl zum Abschied bekommen. Da wird nämlich anhand von Schach Sozialleben erklärt. Und? Haben Schachspieler ein Sozialleben? Nein, nicht über Schachspieler, Also. sondern dann geht es zum Beispiel hier. Finde ich jetzt kein gutes Beispiel. Na gut, ich beschäftige mich mal wieder mit euch. So, ja, also irgendwie bin ich heute auch total durch den Wind. Wieso? Ich Hast du glaube, das ist verloren? die Nee. Ansicht Was? von hier Ach so, statt da. ja. Ich sitze hier auf einem ganz ungewohnten Platz. Ich glaube, ihr seid auch ähnlich verwirrt. Ja, das ist mal eine gute Frage zu unserer Lernstunde montags. Werden wir auch mal den Übergang ins Endspiel thematisieren? Ich glaube, wir werden immer mal Hinweise darauf geben, wie bestimmte Strukturen, die im Mittelspiel entstehen, wie die sich aufs Endspiel auswirken können. Aber sonst werden wir nicht tief ins Endspiel Nee, einsteigen. das Nee. nicht, aber zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass wir eine Lektion über Abtausch machen. Und das ist ja auch ein Thema. Sehr endspielrelevant, ja. Ja, also könnte ich mir vorstellen. Aber jetzt am nächsten Montag nicht. Ach nee, das war ja auch gar nicht die Frage. So, bitteschön groß und Und für mich, ich kann jetzt nochmal hier versuchen, unsere Wünsche umzusetzen. hast du Schach für Tiger gelesen von Simon Webb? Oh, so, jetzt läuft Italienisch mit. Ja, Springer F3, Läufer C4, Und C3, dann mit D4. C3, D4. Ja. Jetzt kommt Springer F6. So, jetzt aber, ne? Hm? Hast du da eine Ahnung Hm? von? Klar. Du nicht? Nee. Nein. Wieso nicht? Warte mal, ja doch. Aber es gibt doch hier jetzt diese Was? Neuerung, was Modernes. Das hast du auch mal gespielt, ne? Dass man jetzt zu Läufer D2 greift oder so. Mach mal Springer C3 ruhig. Ja, ich habe das irgendwie mal gespielt, das war dann aber auch vorbereitet. Ach so, ne, er nimmt eigentlich nicht Ja, ich raus. weiß, aber man kann ja nie wissen. Olaf kauft eBay leer, alles was mit Schach zu tun hat. Ja, dann müssen wir wohl auch mal was einstellen bei eBay, Was? ne? Oder ist denn hier was weg? Es Oder ist aber E5. eh, oder? Ja, das also Rochade ist zumindest atypisch. Ich weiß es aber nicht, wie Ja, es weitergeht, muss ich gestehen. atypisch, wieso sollte Rochade denn? Er ist nicht der Hauptzug. Also, jetzt war die Frage, warum dieses Mal nicht schottisch, weil hier auf unserer Liste, ich kann es beweisen, italienisch oben steht. Ja, das war Das der erste heißt, Wunsch. italienisch wurde zuerst gewünscht und wenn nochmal die Gelegenheit kommt, dann schottisch. Ja, da war die Liste vielleicht doch nicht so blöd. Dankeschön. Oh, nicht alle meine Ideen sind blöd. Schön. So, jetzt ist aber auch gerade okay, ne? Ja, Oh, und jetzt geht der aber doch nicht mehr. nee.
Also nach D5 ist er jetzt vielleicht auch noch nicht ganz so fatal für ihn, aber schon ziemlich, ne? Also, wie möchtest du denn auf D5 reagieren? Entweder Läufer D3 oder schlagen, hätte ich jetzt spontan gesagt. Oder? Das sind ja interessante Praktiken hier. Ein Springer, oder? Ja, oder du machst gar nichts, machst Springer FG5 oder so. Attacke! Kommt bestimmt Läufer E7, dann kann ich noch Dame. Ach hier, der hängt ja auch. Ja, und Dame Da hat H5 sich neben jemand Schwarz. verklickt, das kenne ich auch. Aber wo sollte der Läufer sonst hin? Also. Na, vielleicht schon vorher bei Springer E4. Der hätte den Zug vorher kommen sollen, ja. Ja. Dann wäre er gut gewesen. Ja. Ich habe gehört, Nintendo hat eine neue Konsole angekündigt. Interessiert dich das? Ich Wieso habe es mir auch noch sollte nicht angeguckt. Ich habe. es? Es tut mir nicht so, als ob du mich gar nicht kennst. Nee, aber also, klar kenne ich dich. Wieso Aber. fragst du mich dazu? Nur weil du darüber Nein, ich. erzählen Ich möchtest? bin gerade da reingekommen, weil Pikachu, ne? Pikachu ist ja ein Pokémon. Mach mal da mal H5, Ich oder? wollte hier so, ach ja, ich kann ja auch erst, ich wollte erst Läufer schlägt F7 Ja, machen. Pikachu ist ein Pokémon. Dieses Pokémon Go, das ging ja ziemlich ab. Ja. Sehr viele Pokémon Go-Spieler mal gesehen, die so unterwegs waren. Ja, auch auf unserer Hochzeit übrigens. Eine freie Trauung Naja, und dann kamen dann hier die Leute mit ihren blöden Teilen, ja. was, ja, also es war jetzt keiner der Gäste, aber es war ja ein Außenareal und Da kamen dann Leute lanke. Die sehen dann immer so aus wie Zombies. ja, das ist dieses Augmented Wobei ich gar Reality. nicht so drüber lästern will, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass das Spaß macht. Aber da an diesem Moment war es unpassend. War wahrscheinlich da eine Arena, wo wir getraut wurden. So, ja. Wie ich, du verwirrst mich auch immer. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es dazu kam. Na, du hast Auf jeden irgendwas über Fall eine bin ich dann nicht Konsole mehr auf dem Stand der erzählt. Technik, ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, was heutzutage hip ist an Spielekonsolen. Schlimm oder was? Nö, ich dachte nur, vielleicht einer von euch hier, vielleicht mal gerade der Boah, nee, da Pikachu. muss ich jetzt veto. Also Gesprächsthemen. Was glaubst du, wann mal eine neue PlayStation? Nein. Wir machen weiter mit Schach. Ernsthaft? Ich könnte jetzt über die neue Staffel vom Bachelor startet bald. Wie wäre das als Gesprächsthema? Oder Dschungelcamp oder so. Ja, das ist gut. Was? Beides. 10, was hatten wir hier gerade gesagt? Ich wurde heute schon gefragt, ob ich trinke und andere Substanzen nehme. Das sollte mir zu denken geben, oder? Der Erik, aber dieses Mal mit einer Custom Challenge. Oh, juhu. Ja, dann mal viel Spaß. Oha. Nee, doch nicht. Ach Gott. Boah, das ist kompliziert. Da kann man nicht so seine normalen Nein. Theoriekenntnisse anwenden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erstmal checken, wie oft ist hier was gedeckt. Ich weiß es nicht. Voll kompliziert. Vor allen Dingen, weil sobald sich ein Springer bewegt, ist ja gleich dann irgendwas der Gegenüberliegende gefesselt, so ungefähr. Naja, Ja. wobei sich die Türme ja auch alle Ist das decken. ja. Ist das verwirrend. Warte mal, Springer. Wahrscheinlich irgendwann Zugzwang, weil man nichts mehr ziehen kann. Oh, blickst du noch richtig durch? Man muss schon immer Glück haben, wenn nichts hängt. Hm. Vielleicht dann mal ein Springer nach F5. Ach nee, der hängt ja dann auch schon vor. Obwohl, nee, es gibt keinen guten Abzug. Nimm doch mit dem F7 da. Und jetzt kannst du doch.
Nochmal Springer F5 oder so. Wieso denn dahin? Will da rein. Hast du ein Feld gesehen, was über der Mittellinie ist, ja? Ja, ganz schwierig. Visualisierungstraining, wenn ja. Carsten das hier. Er hat da völlig recht. Ist es wirklich? Tja, jetzt geht der schöne Springer F5 nicht mehr. Überhaupt kannst du fast keine Figuren mehr ziehen. Ja, jetzt doch mal ab. Ja, du könntest. Springer G5. Vielleicht spielen. Ich mach mal hier, ja. Ah, du bist ja crazy. Warum? Ach, Springer D3 dann. Ja, so richtig bringt mir das noch nichts, aber. Vor allen Dingen, dein Turm kann auch mal schnell gefangen sein, ne? So ein Feind. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Oha, na das geht aber nicht, hä? Na gut, es ist schwierig noch, ja. Immer noch schwierig genug, aber das ist doch schon mal ein bisschen mehr Material. Jetzt kommt noch was ran. Rangehüpft. Na, ja. Wer ist noch nicht verwirrt? Ich bin total verwirrt. Ja. Jetzt hat man zumindest irgendwie ein Ziel, ne? Der König? Ja. Ja, der ist ein bisschen nackig. Genau. Wieso nicht? Springer D6. Ist doch nicht schlimm, dann kannst du ja immer noch nach D7 gehen. Oder meinst du, ist dann matt irgendwie? Na gut, ausnahmsweise. Meinst du? Meine Verantwortung. Ja. Ja, aber die streitest du dann ja ganz schnell wieder ab. Das ist ja, das kennst ja nix. Also, wie steht's denn überhaupt? Kannst du mal einmal durchzählen für mich, oder? Du hast was mehr. Springer B3 könntest du jetzt mal machen. 7, 2, 4, 6. Na, warte, 2, 4, 6. Ein Turm mehr. Ich kann zählen, während du nachdenkst. Also, was soll ich machen? Springer B3. So, 2, 4, 6. 2, 4, 6, 7. Ach, du hast auch 7, hab mich verzählt. Ja, ein Turm mehr, ne? Ja. Aber mit zu vielen, ich finde es ja schon schwierig, wenn so ein Springer irgendwie mega aktiv ist im Blitzen, dann muss man andauernd wegen Gabel aufpassen und so. Ja, und das ist ja noch schwieriger. Dann, ne? Aber ich finde es auf jeden Fall sehr cool, dass jemand mal hier so etwas Außergewöhnliches gemacht hat, weil sowas kann man ja im normalen Schach jetzt nicht so machen. Ja, das gibt's auch nicht beim Schach 960. Wie hast du es mal genannt? Wir jetzt nicht. Anders. Aha, ja, der Erik ist ein kleiner Trickser. Ne? Aber das können wir auch. Wir tricksen zurück. Nur wie? Vielleicht mal Springer D6 verhindern. Gut. Ja, jetzt kommt vielleicht. Achso, ja, jetzt können wir den mit Schach schlagen, aber König C4. Alles nicht schlimm. Nimm doch den anderen Springer, vielleicht dann trost du noch Springer D3. Ah, nee, das ist nur fast matt. Der Obwohl, kann, warte mal, das ist wird das matt. Mit Springer C6, dann ist doch matt. Turm B4, König D5, Turm D4. Ach kann nee, Turm D4 kann er schlagen. Rausnehmen. Aha! Ja, dann mach doch Springer E nach C7, dann drohst du noch Springer D3. E3. Ja. Ja. Das ist hier sehr verwirrend. Was droht sonst noch so? Nicht. Wir können auch mal ein paar Türme tauschen, dass wir einfach weniger hier auf dem Brett haben. Nein, das wäre eine Vereinfachung, die... Haben wir. Das wäre unter deiner Würde oder was? Jetzt kannst du Springer. Unter meiner Würze. Du gewinnst auch gleich den goldenen Nico. Yay! Der Turm hängt aber auch, ne?
ist das ein verwirrendes Gemetzel. Nimm einfach alles raus und am Ende schaut jeder, was er noch hat. Ja, dann einfach mal gucken, wer was hat. Ja, aber manchmal gibt es auch so Partien, wo man überhaupt nicht durchblickt, wo alles hängt. Hier? Nee, so normale Partien meine ich jetzt. Gibt es auch manchmal. Und dann, gerade wenn dann irgendwie Zeitnot ist und irgendwann hat sich dann der Rauch verzogen und man hofft, dass man noch mehr als der Gegner hat. Ich bin mir bei jedem Feld unsicher, ob dort was eingestellt ist oder nicht. Ja. Schnell spielen. Siehste, da hat er hier irgendwie so eine Züge noch. Das kann ja gar nicht wahr sein. Nimm raus und nimm dann auf D4. Nein. Und dann hast du gleich ganz viel abgetauscht. Und dann machst du noch Springer D5 hinterher. Sehr, sehr gut. Und der Turm ist gedeckt. Du bist so, ein... So, und inzwischen können wir jetzt auch, kann man es auch zählen. Ja. Bald haben wir schon Stellungen, die normal sein können. Ja. Wie ist das? 3 Springer gegen König ist gewonnen, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. 2 Springer Remis. Das kommt drauf an, was noch da ist und wie die Stellung ist, aber... Wenn ich sage gegen König, wenn jetzt 2 Springer gegen Dame, König, Läufer, Turm ist natürlich nicht gewonnen, Remis. Ja. Das werden wir gleich sehen. Ich schlag mal gleich den Springer raus. Also Erik, spiel schnell und bleib dabei. Wir schauen mal, was geht. Der will das gar nicht. Du hättest auch matt setzen können stattdessen, ne? Turm E2. Ja. Ist matt, aber... Na gut. Dann kommen wir ein andermal zu diesem Test. Erik hatte heute schon 2 Partien. Ja. Mensch. Möge der Zufallsgenerator mit ihm sein, ne? Ja, wenn er läuft. Uns immer so schöne Challenges beschert. Ja. Jetzt kommt die 18. Achso, Schatzi, aber wenn du noch blind spielen willst... Will ich das? Ja, das... Geht so? Du wirst gewollt. Also jetzt nicht hier im Chat, aber... Du kannst. Boah. Willst du es mal probieren? Nee. Ich muss erst üben. Ja, wir können das probieren. Aber wir können nur noch eine normal und eine blind. Schaffen wir auch noch. Ja, okay. Jetzt erstmal 18 abzählen von unten. Der Sauerländer. Zwiebelkuchen war da auch gerade. Wir könnten irgendwann mal den besten Chatnamen küren. Und der wäre bisher, das ist kein Schottisch. Nee, das kannst du wieder spielen, müsste. Ja, für alle, die kein Französisch mögen, hier mal gezeigt, was man dagegen machen kann. Ist natürlich offensichtlicherweise nicht das Beste, aber... Das Blöde an der Blindpartie ist immer, dass wir dann so mucksmäuschen still sein müssen. Also ich. Oh ja. Oh, das mag ich nicht. Na gut, dann müssen wir jetzt noch ganz viel quatschen. Dann hat er auch keinen okay. Bock drauf. Auf das Quatschen? Ja. Ja, wir können das machen, wir können das mal probieren. Ist das denn, aber da müsst ihr mal sagen, bisher haben das ja noch nicht so viele Leute gesagt. Wollt ihr das denn? Soll ich eine Partie blind spielen oder nicht? Wenn wir in dieser Partie, während dieser Partie 10 Ja's erhalten, dann machen wir das. Aber 10 Ja's von unterschiedlichen Leuten. Ja. Also ein Ja haben wir von 10. 1. So, dann, was gibt's hierzu zu sagen? Ja, ganz irgendwie normale Stellung, ne? Ist noch nicht viel passiert. Magst du irgendwann... Achso, ich wollte gerade fragen, ob du irgendwann E5 spielen magst. Aber das hat sich jetzt erübrigt. So, 2 Ja's. Vier. Was? Achso, 3. Jo, können wir das zählen? 5.
Ey, Erik veralbert uns, der hat schon mehrmals ja gesagt. Ich merke das. Erik, Erik. Okay. Nee, Miktal hat auch schon mehrmals ja gesagt. Aber ich glaube, es sind genügend. Na gut, okay, Dann sei es so. tue ich mir diese Qual an. Ein bisschen mein Hirn vormassieren hier. Wie beim Boxen, also kommt der Trainer von hinten und so. Au, nein, das macht bestimmt niemand beim Boxen. die kloppen einen so zurecht, Ah weil man ein ja, die bisschen. rücken einem den Kopf zurecht. Ja, ist das Ja, so? das mache ich Ich auch, wenn meine, du das ja, nächste genau. Mal hier einen Wenn Mouse-Slip du oder so einen machst. Zug machst, dann Ja. hole ich wieder mein dieses Messding da. Die Wasserwaage. Ach so. Kannst du dich noch dran erinnern? Ich kann mich dran erinnern, wie du mich mit einer Wasserwaage geprügelt hast. Richtig, ja, kann ich. Ja, Mehrheitsbeschluss steht. So. Oh, das ist noch mal Banter. So oft. Ja, André ist nachher noch. Andrei Welcher andere? Mostrowski. Das ist ein Schachkollege. Deutscher? Nee. Er macht auf Englisch. So, was haben wir denn hier jetzt eigentlich? Stellung sieht ganz in Ordnung aus. Aber irgendwie auch nicht viel mehr als das. Kann man mal irgendwelche Drohungen hier aufstellen? Ein bisschen Verwirrung stiften mit B4? Ja, ne? Du Das fragst taugt. dich, wen du da am meisten mit verwirrst. Ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Du hast immerhin eine Bauernmajorität am Damenflügel, auch wenn die gerade gefährdet ist. Arg unter Beschuss. Finde ich damit C2 irgendwie harmonischer. Ich spiele aber nicht harmonisch. Harmonisch Hättest mache ich vielleicht auch nicht. B5 spielen können, ne? Gefolgt von C4. Bestimmt. Auf Bringer D2 wäre nicht so grandios gewesen. Mach doch mal B5. Der hängt doch einfach, mein Schatz. Ja, dann sagst du es doch wenigstens gleich, bevor du mich hier mehrmals ins kalte Wasser laufen lässt. Sagt man das überhaupt so? So. Ja, also, Sauerländer will hier ins Endspiel huschen. Ja, kann ich verstehen. Also, ist zumindest irgendwo verständlich. Aber ich glaube, das ist durchaus noch alles hier ganz gut. Für dich, ja. Für uns. Ja, stimmt. Wenn die Stellung gut ist, dann Dann ist ist für uns. uns. Nur wenn irgendwie was schlecht ist oder verloren oder so, dann ist das ich. Ja, da gibt es schöne psychologische Studien zu, dass man sagt, zum Beispiel vom Fußballverein oder vom Nationalmannschaft sagt, wir haben gewonnen, aber die haben heute schlecht gespielt und verloren. Müsst ihr mal drauf achten. Wieso machst du ihn nicht? Na gut, jetzt ist auch nicht schlimm. Muss ja irgendwie gewinnen da, ne? Weiß ich nicht. A5 geht noch nicht wegen, aber vielleicht kannst du Läufer D. Ach nee. Was? Hat er was Vielleicht, gemacht? Nee. nee, aber Läufer D3 vielleicht mal als Option. Ja, Springer Ja, B2. und dann Läufer C2. Dann man den Springer schlechter. Ach so, der Moment, C3 hängt er noch. hinten. Ja, Golitsch. Aber wie soll er den entdecken, den A2? Ja, nimm den doch raus, dann hast du einen Freibauern. Also mit dem B-Bauern. Weiß auch nicht, inwieweit der durchhuscht, aber Ja, ja. wieso?
Wieso nicht? Schon ist er fast durch. Na gut, doch noch nicht ganz so fast. Vielleicht F3 mit der Idee Läufer E4 oder so. Oder direkt Läufer E4. Ja. Ja, das war natürlich jetzt ein Fehler. Na, wieso? Das ist doch. Ach so, von ihm. Ja. Ich dachte, ja. Das musst du nur schnell spielen, oder? Ja, das wäre noch gegangen. Ah, danke so, für die Partie. Dann bereite dich auf deine Challenge vor. Jetzt nehmen wir aber keine komischen Ausgangspositionen an, sonst muss ich dir erstmal erklären, wie es steht. Ja, okay, das ist natürlich jetzt so eine Sache. Das heißt, wir werden nicht so viel auf den Chat eingehen. Weil ganz leise. Ganz leise, ja. Und ich, Na, du kannst erstmal dir einen Gegner wählen. Okay. Na, der Zufall wird das ja machen. Ja, das meine ich ja, aber du bist da ja am Hebel, an der Maus. Die 5 wird es sein. Von. Ups, was ist das denn jetzt? Von oben werden, glaube ich. 1, 5 Zwiebelkuchen, den habe ich doch vorhin noch erwähnt als Namen. So, Zwiebelkuchen, wir fangen sofort an. Eine Sekunde Geduld, bitte. Ich muss mich irgendwie noch vorbereiten, indem ich mir irgendwas vor die Augen klatsche. Wieso, es geht doch noch nicht. Soll ich die Dings holen? Ach, jetzt hast du meinen tollen Schal von letztem Mal nicht. Ich könnte mich hier ausziehen. Ich kann mir das so machen. Wie ist das? Warte. Nee, da siehst du doch was. Dreh dich doch einfach um. Setz dich doch mal so. Ja. Nee, warte. Ich habe eine Idee. Boah. Geht schon los. Welche Farbe habe ich? Schwarz. Was hat er gemacht? E4, aber das ist eigentlich Schmu, wenn ich das jetzt schon sage. Okay. Ich bin wieder zurück. Kannst du da auch nichts durchsehen? Nee, tatsächlich kann ich wirklich nichts sehen. Ich kann hier, ich sehe von den Scheinen. Ja, ist gut. Was spielst du? Was hat er gemacht? E4 immer noch. C5. Verwirrend. Springer F3. Springer C6. Und wähle, du machst einen Maus-Slip. Ja, ich versuche mich zusammen zu reißen. C schlägt D4 Pre-Move. Ja, zu spät. C3. Na, na gut. Springer F6. C schlägt D4 Pre-Move. Ne, doch nicht. Ist doch egal. Oh Mann, ich krieg den jetzt nicht mehr weg hier. Oh, jetzt. Es kommt ja eh E5, schätze ich mal. Wir werden sehen. Obwohl D4 ist, glaube ich, so eine Opfervariante. D3. D5. E schlägt D5. Springer D5. Hast du schon gemacht? Ja, H, Läufer E2. Ja, gut. E5. C4. Springer C7. Rochade. Rochade. Ich wollte eigentlich vorher schon sagen, Primo Rochade. Warte mal, du kannst nicht Rochade. Ja. Läufer E7 habe ich noch nicht gemacht. Hä? Ich dachte, du hast seinen Zug einfach wiederholt. Springer C3. Ja, jetzt Rochade.
Du hast noch 3 Minuten 55 und er noch 3 Minuten 36 und hat A3 gespielt. Turm E8. B4. C schlägt B4. AB. Läufer B4. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Läufer B2. Oh, ich muss das machen, ne? Läufer F5. Ja, Zeit ist jetzt 2 Minuten 50 von dir gegen 2 Minuten 40. Okay. Auch nicht so leicht für ihn, ne? Turm A4. A5. Damit C1. Damit die 7. Du hast 1 Minute mehr Zeit. Das ist gut. Läufer A3. Turm A nach D8. Turm D1. Springer D4. Pre-Move A schlägt B4. Nee, eigentlich nicht. Wie? Doch nicht? E schlägt D4 ist der Pre-Move. Okay. So, Läufer schlägt B4. Ja, dann nehme ich auf E2. Schach. Springer schlägt E2.
Dame schlägt A4. Dame C3. A schlägt B4. Turm A1. B schlägt C3. Turm schlägt A4. Turm schlägt D3. Springer die E1. Turm D1. C5. Turm schlägt E1. Ist doch matt, oder? Ja. Ja. Und eine Batch. 200 Partien haben wir gespielt. Woo! Ach so, aber nicht gewonnen. Nee, glaube nicht. Hier, du hättest einmal nach hier nach Dame C3 hättest du direkt auf D1 schon schlagen können. Ja, das stimmt. Aber ansonsten verlief eigentlich War alles gut. ganz gut nach Plan, muss ich sagen. Nur dieses ganze Figurengewusel, das wurde irgendwann dann schwierig. Aber Das hast du noch. sehr gut gemacht. Was hängt und was nicht hängt, Dankeschön. Ja, sieht natürlich gut aus hier, ne? Ich fand das sehr Wo stylisch. ist jetzt mein Wie? Popcorn? Das machen wir uns gleich. Aber erstmal verabschieden wir uns von unseren grandiosen Zuschauern. Ja. Es hat Spaß gemacht mit euch. War ein netter Freitagabend, der ja jetzt noch nicht vorbei ist. Aber zumindest was uns angeht und Schach. Ja. Macht euch noch einen spaßigen Abend. Spielt ein paar Blitzpartien. Habt einfach Freude. Habt Spaß. Genießt das Wochenende. Und wenn ihr denn wollt, sehen Sehen wir wir uns uns am am Montag wieder. Montag. Das sieht ja bescheuert aus mit dem Nein, Ding. mach das nochmal, das sah voll gut aus, aber das kannst du ja nicht sehen, wie gut das aussieht. Aber doch, wir haben ja hier eine leichte Verzögerung. Ich mach Ah, das jetzt ganz schnell ich runter und kann dann also. guckst du kurz. Siehst du? Sieht sehr gut aus. Also, wir machen am Montag natürlich die ganze Session blind. Das heißt, Beide. das Wir Brett machen wird leer beide sein. blind. Nein, nicht wir, ihr. Ach Wir werden so. alle Züge nur ansagen und nichts aufs Brett stellen. Und bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Und macht's gut. Tschüss. Tschüss.